Das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland ist, vor allem im Kontext des Auswanderns, äußerst interessant. Denn im Jahre 2005 lebten etwa 50.000 Deutsche in der türkischen Nation. Diese Zahl besteht größtenteils aus Personen, die aufgrund des Ehepartners in die Türkei zogen, als deutsche Fachkraft in der Türkei angestellt sind oder in der Türkei das Leben als Rentner oder Langzeittourist genießen. Die meisten der deutschen Auswanderer in der Türkei sind Besitzer eines Grundstücks oder eines Hauses an den unendlichen Küsten der Türkei oder den dazugehörigen Küstenregionen. Interessant ist auch, dass einige Deutsche während dem Zweiten Weltkrieg in die Türkei flüchteten. Einige deren Nachkommen leben noch heute in der Türkei. Und vor allem seit den letzten 15 Jahren ist die Zahl der türkischen Rücksiedler stark gestiegen. Damit gemeint sind diese Personen, die während den letzten Jahrzehnten von der Türkei nach Deutschland ausgewandert sind und seit naher Zukunft von Deutschland wieder in die Türkei zurückgekehrt sind. Seit 2016 ist die Zahl der Auswanderer aus Deutschland astronomisch gestiegen, weshalb dieses Video zur Auswanderungsserie gehört, in welcher ich auf das Auswandern in die USA, nach Australien, nach Kanada, nach Südamerika, das Auswandern in die Schweiz, nach Russland und in die Türkei behandle. Zu jedem dieser Gebiete habe ich ein einzelnes Video erstellt, in der Beschreibung ist die dazugehörige Wiedergabeliste verlinkt. Doch zurück zur Türkei. Welche Vorteile bietet eine Auswanderung in die Türkei und welche Punkte gilt es bei einer Auswanderung zu beachten? Im Jahre 2018 wanderten offiziell 6.203 Deutsche in die Türkei aus, womit die Türkei auf dem 6. Platz hinter Spanien und vor Frankreich steht. So ist schnell zu erkennen, dass die Türkei für Deutsche eine äußerst beliebte Auswanderungsdestination ist. Neben den vorhin erwähnten 50.000 Deutsche, die im Jahre 2007 in der Türkei lebten, wanderten innerhalb der letzten 10 Jahre von 2008 bis 2018 offiziell weitere 56.497 Deutsche in die Türkei aus. Dies entspricht der gesamten Bevölkerung von Görlitz, die in den letzten Jahren in die Türkei ausgewandert ist. Zusätzlich verbringen viele Deutsche die kalten Wintermonate in der preiswerten und warmen Türkei. Die Türkei hat eine lange Geschichte als Ein- und Auswanderungsland. Vor allem Personen aus dem Balkan, Griechenland, aus dem Iran und Zentralasien wanderten in die Türkei aus. In letzter Zeit kamen ebenfalls viele Personen aus Syrien in die Türkei, um dort eine höhere Sicherheit zu genießen. Die Menschen in der Türkei sind den meisten Ausländern gegenüber aufgeschlossen und gastfreundlich eingestellt. Schließlich ist die Tourismusbranche ein nicht zu vernachlässigbarer Bestandteil der türkischen Wirtschaft. Die Anzahl der in Deutschland lebenden Türken ist aber auch signifikant. Den Höhepunkt bildete das Jahr 1998, in welchem über 2,1 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland lebten. Damit sind die Türken die größte ethnische Gruppe in Deutschland. Seit 1998 stagniert die Zahl der türkischen Staatsbürger in Deutschland aber, da eine Doppelstaatsbürgerschaft nicht mehr möglich ist. Doch was gilt es bei einer Auswanderung in die Türkei zu beachten? Für Aufenthalte bis 90 Tage braucht man lediglich einen gültigen Reisepass. Ein Visum wird nicht benötigt. Wenn man aber einen längeren Aufenthalt plant, kann man innerhalb von 90 Tagen nach der Einreise vor Ort auf einer Auslandsabteilung in einer Polizeidirektion eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Na, wenn das mal nicht praktisch ist. Wenn ein längerer Aufenthalt in der Türkei geplant ist, muss bei einem türkischen Konsulat oder Botschaft ein Visum besorgt werden. Die Voraussetzungen sind wirklich übersichtlich. Ein gültiger Reisepass, eine Krankenversicherung und der Nachweis des Lebensunterhalts, also entweder eine Rente, ein Arbeitsvertrag oder durch bereits angespartes Vermögen. Es gibt noch viele weitere Visas für Kurzaufenthalte, Studien- oder Familienaufenthalte. Eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung erhält man nach ununterbrochenem Aufenthalt von mindestens 8 Jahren in der Türkei. Jedoch bedarf es einer Zustimmung eines Gouverneuramtes in der Türkei. Falls du in die Türkei auswandern möchtest oder sogar schon ausgewandert bist, dann freue ich mich explizit auf deine Erfahrungen zu diesem Thema. Schreibe doch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich hoffe, dass ich in diesem Video einige interessante Denkanstöße zum Auswandern in die Türkei geben konnte. In der verlinkten Wiedergabeliste sind Videos zum Auswandern in andere Nationen aufzufinden.